So, ich bin's wieder. Ja. Nun wollte ich euch mal zeigen hier. Jetzt am helllichten Tage sieht man das besser. Die Tulpen. Ja, das sind aber orangefarbene, gelbe und rote. Und hier kommen auf jeden Fall noch mehr Blumen hin. Aber da muss ich noch welche kaufen. Das dann auch alles Tulpen werden, das ist eine zweite Sache. Aber so kann sich das schon mal sehen lassen. Auch mit dem Acker. Gefällt mir sehr gut. Ja. Und was habe ich denn noch gemacht? Ich habe ja noch hier ja, den Bauernhof jetzt hier so eingegrünt, sagen wir so. Soll ja, der alte Bahnhof soll ja stehen bleiben, aber dass er dann als Denkmalschutz da steht. So, und nicht weggereist, und dann ist er so eingewachsen. Ja, ich habe hier gesagt, nochmal ein paar Bäume hingestellt und ein paar blühende Büsche. Blühende, ja, blühende Wildblumen oder wie auch immer. Was habe ich noch gemacht? Da hinten den Weg zum Berg, aber das werde ich noch farbig anmalen. Irgendwie ein bisschen brauner. Und da habe ich noch ein paar Bäume hinten auf, auch aufgeklebt. Ihr seht da so ein bisschen dunkel da die Ecke. Aber wie gesagt, das habe ich dann auch schon erledigt. So. Lampen mal wieder ready, rein. So, was habe ich denn noch gemacht? Ach ja, die DB-Schilder. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Sieht sehr anständig aus. Auf beiden Seiten. Ja. Noch gemacht. So viel habe ich auch nicht gemacht. Aber schon mal wieder ein bisschen vorwärts gekommen. Das werde ich, wie gesagt, auch nochmal alles vernünftig nochmal alles schottern. Dann als nächstes, aber das werde ich jetzt dieses jetzt nicht machen, das werde ich im November machen. Und dann hier noch alles noch mit Büsche und begrünen hier so in der Mitte. Hier noch ausschneiden, dass hier so ein Weg rüber geht. So. Und dann kommen hier noch ein paar Bäume und Sträucher hin oder wie auch immer. Ja, was habe ich denn noch gemacht? Ach ja, da, ich habe meine Figur wieder geklebt. Ist doch nicht schön, aber selten. Und ja, da hinten an der Brücke dann die LED-Leiste nochmal wieder vernünftig geklebt und da ein bisschen Moos rangesetzt. Ja, soweit habe ich das alles euch schon gezeigt und ja, ich würde sagen, das war es erstmal wieder mit meinen Videos und ja, November geht das dann weiter und das kann sich dann schon mal sehen lassen. Bin so eigentlich sehr zufrieden. Hier wird das auch noch ein bisschen begrünt, sag mal so. Die Straße geht ja hier so längs, dass es dann auch nochmal begrünt wird, die Ecke da. Wird alles so nach und nach neu gemacht. Und, jo. Bin schon sehr zufrieden. Also, das wird auch noch entweder abgeschliffen oder übergespachtelt. Da bin ich noch, das ist ja auch noch so ein komisches Zeug hier. Jo. Und vor allem die Schienen vernünftig beschottert hier, das wird dann alles vernünftig gemacht. Bin da auch sehr zufrieden mit, dass ich das schon gemacht habe hier, alles neu begrünt. Aber da hier kann ich schlecht Bäume oder Sträucher hinsetzen, weil ich ja doch, wenn ich die Platte hier wegnehme, doch hier mal immer rüber krabbeln muss, um zu bauen oder zu basteln. Und dann da, wenn da Bäume oder Sträucher sind, dann ja, gehen die nachher kaputt. Ist auch nicht schön. Da
blaues, diese Ecke hier, alles grün, nur grün, grüne Wiese, das reicht dann auch. Jo, was habe ich denn noch zu erzählen? Ach ja, wie gesagt, meinen Trainer habe ich hier schon stehen, kann sich sehen lassen. Der gehört nämlich zu dem Bauernhaus hier. Und dann das Feld auch. Und hier kommt noch nachher ein Schild hin, Blumen zum selber abschneiden. Auf jeden Fall ist das Feld noch nicht fertig. Hier kommen noch andere Blumen hin und so. Und dann kommt da noch ein Schild hin. Das muss ich noch ausdrucken. Blumen zu verkaufen oder wie auch immer. Vielleicht noch ein kleines Kassenhäuschen hin oder wie, irgendwie so. Mal schauen. Da bin ich noch nicht ganz fertig mit. So Stück für Stück. Da fallen mir bestimmt noch Ideen ein. Ja, was habe ich denn noch zu erzählen? Ja, die Bekohlungsanlage bin ich auch noch nicht. Das ist immer noch weich, das Zeug. Also muss ich das mit Leimwasser gemischt machen. Tief und funktioniert nicht. Ja, gut. Ja gut, was wollte ich noch euch erzählen? Das Holzmesser habe ich ja euch gezeigt jetzt. Und so, da hinten diese LED-Lichterkette habe ich auch angebracht. Aber das ist nun erstmal provisorisch. Ja, und genauso wie das Geisterhaus da, habe ich auch mal selber gebaut. Die Geistertempel, ne? Das kommt nachher, glaube ich, auch weg. Da wollte ich immer eine Bühne hinbauen. Ich habe ja die Figuren hier, dieses Konzert da. Ich wollte nur so eine kleine Konzertbühne da noch bauen. Und dann kommt das dahin mit LED-Beleuchtung hin. Baue ich selber, bevor ich mir das kaufe. Ja, so. Wie ihr seht. Das kommt voran, ne? Und ich würde sagen, dann war es das erstmal wieder mit meinen Videos. Bis zum nächsten Mal.